ich grüße euch recht herzlich zu eurer 14-tägigen Single-Reise vom 2.8. bis zum 16.8. Wow, von Anfang bis zur Mitte. Was wird euch erwarten? Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt die Zeit sehr gut verbracht. Falls du Urlaub hast, ich wünsche dir einen wunderschönen, fantastischen Urlaub. Bei uns ist es ganz warm. Ich genieße das Wetter. Und ich habe alles zugemacht, weil bei uns dann immer so heiß ist. Wir wohnen ganz oben und ich liebe es. Ich habe immer eine Wohnung gehabt, wo ich ganz oben war. Ich war immer die Erste beim Ersteinzug. Also ich hatte noch nie eine alte Wohnung. Und ich habe immer eine Wohnung oben gehabt. Ja, auch spannend, ne? Ja, ich hoffe, wenn du noch Urlaub hast oder wenn du noch Urlaub vor dir hast, sozusagen, dann wünsche ich dir natürlich auch einen wunderschönen Urlaub und genieß die Zeit. Und ich würde sagen, wir starten jetzt hinein in deine Single-Legung. Ich guck mal, ob ihr überhaupt einmal alles sehen könnt. Moment, ja, ihr könnt alles sehen. So, du kannst aus diesen zwei Herzchen auswählen oder du kannst dir alle beide anhören. Manches Mal ergibt sogar das eine ganze Geschichte. Ich glaube, die letzte 14-tägige Single, da war es wirklich so, der erste Stapel war extra und der zweite Stapel war extra. Aber manches Mal ist es wirklich so ein Mixi-Maxi. So, jetzt würde ich sagen, wir starten mit der Hauptüberschrift. Da wollten viele Karten kommen. Jetzt schauen wir mal, welche da überhaupt gekommen sind. Was kommt da sozusagen auf dich zu? Wow. Oh mein Gott. Ja. Spannend. Ich denke, die sind auch in den ersten und zweiten Stapeln vorgekommen. In der letzten, also falls du es nicht gesehen hast, das war der 19.07. bis zum 2.08. Falls du es nicht gesehen hast, da waren in beiden Karten, kamen diese Kartendecks da vor. So, ich zeige es euch dann gleich. So, jetzt geht es mal vorwiegend um dich. Ja, also du solltest dich die nächsten 14 Tage sehr, sehr, sehr um dich kümmern. Sehr, 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 sehr um dich. Weil du hast dich gleich mitten in das Kartenbild hineingelegt. Und dann schauen wir mal, warum hast du dich sozusagen gleich in die Hauptüberschrift. Also das heißt, das ist deine Hauptattraktion sozusagen. Also es geht wirklich um dich. Egal, ob du ein Mann bist und ich habe viele männliche Zuschauer, das heißt, hier bist auch du gemeint. Ne? So, dann kommen hier, was kann man da Schönes? Oh, das hatten wir auch schon lange nicht mehr, diese Konstellation. Wow, sehr schön. Da bist du, hoppla, ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt, aber ich glaube schon. Hier ist der Park, der Mann, die Frau und das Kreuz. Das heißt, eine schicksalshafte Begegnung im Außen. Also es kommt eine schicksalshafte Begegnung auf euch zu, mit dem ihr nicht gerechnet habt. Also hier kommt jemand in euer Leben, mit dem ihr nicht gerechnet habt. Ja, also ihr werdet staunen. Also ihr werdet aus dem Nichts, also nichts, da kannst du nichts planen. Der ist auf einmal da. Ja, entweder du oder dein Gegenüber. Entweder wenn du eine Frau bist und du auf einen Mann schaust, dann kommt ein Mann auf dich plötzlich zu. Umgekehrt, wenn du auf eine Frau schaust, dann ist es natürlich der Mann eine Frau. Und wenn ein Mann eine Frau schaut, dann ist natürlich das auch, dass hier eine Frau auf ihn oder sie zukommt. Also hier das männliche Prinzip. Hier kommt ganz viel Liebe, Feingefühl, Mitgefühl. Ich nehme euch auch sehr geerdet wahr. Also ich nehme euch geerdet wahr. Ihr wisst, was ihr wollt. Ihr wisst, was ihr nicht wollt. Ich spreche die Dinge gleich von Anfang an. Was kannst du nicht? Was liebst du nicht? Ne? Und bei mir ist es so interessant, wenn ich Männer kennenlerne, die können alle kochen. Ich will nicht sagen, dass ich nicht kochen kann, aber mein Kind kocht aus Leidenschaft. Das ist wirklich ihr Ausgleich zu ihrer Uni und sie liebt es zu kochen, die kocht so gut, wirklich.
Und das sind, wow, also ich bin immer begeistert. Und seit sie 12 ist, kocht sie. Ja, ich arbeite immer in meiner Selbstständigkeit und arbeite sehr viel. Und die Küche hat immer ihr gehört. Und ich habe gesagt, mach, bunch irgendwas zusammen und das essen wir dann. Ne? So schlecht kann es nicht sein. Und dann hat es halt immer wirklich die ganze Küche komplett zur Verfügung gehabt. Manches Mal immer ganz gut und manche haben halt gesagt, okay, gut, das brauchen wir jetzt das nächste Mal nicht mehr. Aber wir haben das gegessen und fertig war die Geschichte. Und so werden auch Kinder erwachsen. Ne? Also die nehmen, erwachsen meine ich, sie trauen sich dann auch mehr zu. Also wenn man sagt, nein, das gehört so und mach dieses, mach jenes. Sondern mit Freude, dass sie ihre Talente auch und Begabungen sich auch da sich austoben können. Und das Spannende ist, und ich lerne jetzt nur Männer kennen, die kochen können. Ich denke, das gibt's doch nicht. Aber ja, es ist cool, weil sie haben mich alle eingeladen zum Essen. Ne? Aber das ist genau das Spannende hier. Und das, wenn man sich das mal anschaut, dann ist es schon sehr interessant. Ne? So, und du wirst diesen Menschen schicksalshaft im Außen kennenlernen. Also nicht über einen Single-Portal, so wie das letzte Mal ist es, glaube ich, herausgekommen, oder ich war vorletzte Mal oder vorvorletzte Mal, ich weiß es nicht. Aber hier kommt jemand auf euch zu im Außen. Also hier kommt jemand schicksalshaft, wird euch dieser Mensch über den Weg laufen. Na, also da laufen Mann und Frau laufen sozusagen zusammen und das in der Öffentlichkeit, in einer Veranstaltung oder draußen, irgendwo draußen, nicht zu Hause, sondern draußen. Dann ist es so, dass du gleich merkst, dies könnte der oder die Richtige sein. Das spürst du sofort. Also du hast genau den gleichen Riecher, dass du spürst, okay, dieser Mensch könnte der oder die Richtige sein. So, ich muss nur noch schauen, ob ihr das sehen könnt oder wie weit das ich überhaupt hier legen kann, damit ihr die Karten seht. Das habe ich jetzt immer vergessen zu schauen. Okay, ja, geht sich gerade noch aus. Das heißt, hier kommt eine neue Liebe. Also eine schicksalhafte Liebe ist sowieso immer eine neue Liebe. Ne? Also schicksalhaft wird euch jemand geschickt sozusagen. Und das entpuppt sich dann als deinen Seelengefährte. Also hier kommt eine neue Liebe, eine neue Seelengefährtenliebe auf dich zu. Und da kannst du dich echt schon freuen. Ne? Sehr schön. So, das war jetzt die Hauptüberschrift. Jetzt würde ich sagen, wir starten in die einzelnen Stapeln hinein. Und ich muss immer nur schauen, ob ihr das alles so sehen könnt. So, dann starten wir mit dem ersten Stapel. Was kommt beim ersten Stapel auf dich zu, lieber Single? Bei dir nehme ich wahr, du traust dem Braten nicht. Also hier kommt eine Liebe auf dich zu, eine schicksalshafte Liebe. Und dann sitzt du und überlegst du, gibt es dann noch was Besseres oder ist es der Passende oder ist es der Seelenpartner? Hier geht es darum, dass du hier dir vertraust, weil wenn du dir nicht vertraust, mein Schatz, dann könnte es sehr holprig werden für dich, weil dann kommt Unsicherheit in euer Spiel, obwohl es eine tiefe Seelengefährtenliebe ist. Ja, also wirklich eine tiefe Liebe kann sich hier entpuppen. Aber du hinterfragst mir noch viel zu viel. Ja, nur schöne Karten. Warum hinterfragst du? Ja, kein Wunder. Kein Wunder. Kein Wunder. Ja. Also hier kein Wunder, dass du... Du hast so schöne Karten, mein Schatz. Aber du zweifelst. Warum zweifelst du? Du hast mir ein bisschen zu viel Stress. Du hast eindeutig zu viel Stress. Du musst den Stress lernen loszulassen. Weil du traust dir oft manches Mal nicht mal selbst. Und dann sollst du erst jemanden vertrauen, den du neu kennenlernst. Ne? Kein Wunder. Hallo, mein Schatz. Komm her. Ui, mein Hund hier ist frisch geschnitten. Frisch vom Friseur. Hey, oh! I'm sorry!
spart. So vorsichtig. So, ich habe hinten einen coolen Bolster von einer ganz süßen, lieben Klientin bekommen. Und der ist dahinter drinnen und jetzt hast du dich ordentlich abstützen können hier, ne? Süß. So. Ja, ihr könnt ihn live sehen, meinen Schatz. Ganz, ganz, ganz. Schau mal, Schatzi. Ja, ja, ganz kurz. Ganz kurz ist mein Schatz. Ja, die Zeit von Demut und Treue endet. Vergib dir und beginne dich so zu lieben, wie du bist. Ja. Liebe Fischen oder alle, die diesen ersten Stapel gezogen haben, ihr müsst euren Stress lernen loszulassen und ihr müsst lernen, hier, ganz, ganz, ganz stark, euer Kopferl zu heben. Hebt euer Kopferl und lasst sozusagen die Engel die Stimme erhören. Hört zu, was ein Engel dir zu sagen hat, ja? Und heb deinen Kopf und lass den Stress los, ne? Es kann jetzt sein, dass du Fische bist oder dass du deine Mitte finden sollst. Ja, also hier geht es um deine innere Mitte, also um die Balance zwischen Yin und Yang. Also lass es zu, mein Schatz. Du hast so schöne Karten. Du lässt die Liebe noch nicht zu. Du weigerst dich wie ein kleines Spatzele. Andere müssen so viel tun, damit die Liebe kommt. Du brauchst dir nur vertrauen und den Stress loslassen. Also hier, lass den Stress los. Denn sehr bald und kommt jemand auf dich zu, fangen wir mal so an, jemand kommt auf dich zu und das sind absolut glückliche Gedanken. Egal, ob du Fische bist oder nicht Fische. Ja? Denke sehr, sehr bald. Sehr bald kommt eine neue Liebe auf dich zu. Und das ist eine Anziehungskraft der Magie. Das ist wirklich Magie, weil es von oben geführt worden ist, diese Magie. Ja, du sollst an glückliche Gedanken denken. Ja, du sollst dich ja nicht. Wieder an Reue und Demut verkriechen, dich in deinen Stress verkriechen und wieder dicht machen. Und das ist dein Thema hier. Du machst dicht und hast nur mehr Stress um dich. Mach auf, denn sehr, sehr bald kommt diese Liebe auf dich zu. Denn die haben hier zweimal diese partnerschaftliche Liebe, Robert. Ich glaube zweimal. Nein, dreimal. Oh mein Gott. Schaut mal das an. Du hast den Steckbord. Zwei Liebespärchen. Das heißt, hier hast du die Bestätigung, dass eine fürsorgliche Liebe dein Leben bereichern wird. Und das hast du dir ja schon so lange gewünscht. So, so lange. Das sehe ich in deinen Karten, dass du so lange hier dir diese Liebe gewünscht hast. So, I'm sorry, mein Spatz. So, was haben wir hier? Ja, die Anziehungskraft, genau. Das heißt, ich würde sagen, ich von so nach so, okay. Ihr führt Herzgespräche, dann zieht ihr euch magisch an und ihr wisst, das ist die wahre Liebe. Ja, also man kann es gar nicht anders deuten. Ihr werdet miteinander kommunizieren, miteinander sprechen und ihr werdet dann wissen, dass ihr euch magisch anzieht. Da ist eine magische Anziehungskraft zu euch und dann wisst ihr, dass es die wahre Liebe ist. So. Ja, mein Schatz, sie hat die Sommerfrisur, gell? Hat die meine Sommerfrisur, ne? So, dann haben wir hier... in den Sternenstunden, also in den Abendstunden, also hier nehme ich wirklich wahr, in den Abendstunden könntet ihr diesen Menschen begegnen. Im Außen, also wir müssen ja immer die Hauptüberschriften mit einbeziehen, das heißt, du wirst diesen Menschen im Außen kennenlernen, draußen, in der Natur oder bei einer Veranstaltung und ihr werdet wissen, dass ihr zusammengehört. Also der Ring symbolisiert, wir gehören zusammen sozusagen.
Und das ist absolutes Glücksgeschenk. Ne? Also die letzten beiden Karten, ein absolut glückliches Geschenk, was du hier erhaltest. Also wow, wow, wow. Also hier, mein lieber Scholli, du hast so liebe, tolle, wirklich tolle, tolle Karten. Aber wenn du es nicht nützt für dich, dann ist es natürlich klar, dann geht die Energie wieder raus von dir. Das ist doch klar. Aber du sollst jetzt unbedingt deine Chance nützen für diese wundervolle Liebe, für diese magische Liebe, für diese Anziehungskraft, für das du mal lernst, auch andere anzusprechen. Das ist bei dir auch so der Fall. Sprich, auch wenn du eine Frau bist, sprich Männer an. Ja? Das ist bei uns, wenn wir fortgegangen sind, dann ist es auch so, dass wir... wenn wir jemanden flüchtig gekannt haben, dass wir zu ihnen gegangen sind und geredet haben. Und dann ergibt sich ein Gespräch nach dem anderen. Aber wenn du das nicht machst, dann machst du ja zu und lässt es auch gar nicht zukommen. Ja? So, ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit und ganz, 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 ganz viel mega Glück, diesen wundervollen Menschen hier kennenzulernen. Und jetzt kommen wir zu Stapel 2. So, du hast dieses gleiche Herzchen gewählt. So. Ah, da geht es auch um einen Neubeginn, auch um einen Vertrag, um das Glück, um den Brief. Also hier schaut schon ein bisschen anders aus. Also ihr könnt es, wow, sehr schön. Die Löwen sind echt, was jetzt in letzter Zeit die Löwen kommen, das ist echt gigantisch, ne? Okay, hier kommt es zu einer neuen Veränderung in deinem Leben. Egal, ob du Löwe bist oder nicht, ne? Die Karte ist nur rausgekommen, es kann auch um die Herzbefreiung gehen. So, hier geht es um eine neue Veränderung in deinem Leben. Das heißt, es könnte sein, dass du vom Single-Dasein in eine Partnerschaft kommst, ne? Also hier könnt ihr wirklich in eine lebenspositive Veränderung eintauchen. Und diese Veränderung führt euch an euer Ziel. Also diese Veränderung, da kommt die neue Liebe auf euch zu. Und das ist natürlich ein absoluter Neubeginn. Also du startest sozusagen in der Liebe einen absoluten Neubeginn. Und das ist Veränderung, ne? Und hier steht auch, eine positive Veränderung wird auf dich zukommen. Und das Neubeginn ist neben der Veränderung. Also hier begegnen sich zwei Menschen sozusagen auf Augenhöhe. Und du wirst wieder einen neuen Vertrag eingehen, also einen neuen Liebesvertrag sozusagen. Du gehst diesen neuen Liebesvertrag ein und genießt auch diese Veränderung. Also bei dir habe ich eher das Gefühl, du lässt dich fallen und genießt. Ja, du lässt dich verwöhnen. Ja, vielleicht deshalb der Löwe. Denn die Löwen können sich auch gerne verwöhnen lassen. Ne? Die sind eher so, ja, die Königen der Löwen. Befreie die Herzenskraft. Also hier kommt ein Herzensmensch auf dich zu. Aber du musst es auch zulassen. Ne? Also du musst schon diese kraftvolle Energie jetzt nützen für diese Veränderung, dass die auch in dein Leben kommt in den nächsten 14 Tagen. Und die Zahl 6 wiederholt sich hier. Hier haben wir Zahl 6. Hier haben wir Zahl 6 und die Zahl 6 steht ja für diese Liebe, für die partnerschaftliche Liebe. Dann wirst du sehr schnell merken, während ihr euch gegenseitig kennenlernt, die Chemie stimmt. Ne? Ihr lernt euch gegenseitig kennen und merkt sofort, diese Chemie ist stimmig. Diese Chemie ist genau goldrichtig. So. Er ist so mein Schmusi. Er ist so mein Schmusi. Ein Schmusi bist du. Ein Schmusi. Okay, gut. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, so, dann haben wir hier, die Chemie stimmt, ne?
Also diese Chemie stimmt absolut. Das ist absolut jetzt in deinem Bereich drinnen. Jetzt ist es das Gefühl, dass die Chemie absolut stimmig ist, absolut richtig ist. Und diese Chemie, die ihr habt, das führt zu einer absoluten überraschenden Lebensfreude in euch. Also hier kommt eine lebensverändernde Überraschung auf euch zu. Traut euch mehr zu. Traut euch mehr nach außen zu gehen. Und der Löwe ist deshalb gefallen, denn der Löwe ist immer diese Kraft, diese pure Kraft, diese kraftvolle Veränderung, die in dein Leben kommt. Kein Wunder, denn die kommt vom Schicksal hier oben, ne? Dann hast du eine Patenschaft der neuen Zeit. Also das ist diese Patenschaft, die sich schon hier in der Hauptüberschrift angekündigt hat, ist diese Partnerschaft der neuen Zeit. Was ist eine Partnerschaft der neuen Zeit? Wenn ihr da mehr wissen möchtet, dann schreibt ihr es unten in den Kommentaren hinein. Dann ist es auch eine Verbindung, eine Herzensverbindung. Ja, also das ist wirklich ein Vertrag der Liebe. Denn wir haben hier oben auch den Vertrag und es ist eine vertragliche Liebe. Die habt ihr euch im Vorleben, beziehungsweise eure Seelen haben sich das ausgemacht, in diesem Leben zusammenkommen. Also wenn zweimal Vertrag drinnen ist, ja, dann ist es eine Liebe, die deine Seele schon sich ausgesucht hat. Alle Seelen suchen sich immer ihren Lebenspartner aus. Und auch wann wir wollen, dass sie in unser Leben kommen. Ja, also das heißt, wenn du dieses oder jenes gelernt haben solltest, bevor dein Schatzi kommt, dann musst du das vorher lernen, sonst kommt er nicht. Weil das ist so ausgemacht, dass da kommst du nicht drum herum. Das heißt, du musst das lernen, damit das kommen kann. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, kannst du dich sehr gerne an mich wenden und wir schauen gemeinsam hinein. Was hast du dir ausgesucht, bevor dein Schatz kommen kann? Was musst du er unbedingt erledigt haben, ja, bevor er in dein Leben kommt? Dann hast du hier den Brief und den Klee. Wir haben in der Hauptüberschrift, dass ihr euch im Außen kennenlernt. Das glaube ich auch hier. Also ihr lernt euch definitiv im Außen kennen, in einer Öffentlichkeit, in einem Park oder in einer draußen beim Café oder sonst wo. Aber ihr werdet sehr viel miteinander schreiben. Ja, also ihr schreibt sehr viel. Er schreibt wirklich tagtäglich miteinander. Und das ist Glück. Also euer Glück wächst sozusagen und ihr könnt es dann kaum abwarten, euch zu begegnen. Dann ist es absolute Liebe. Also hier gibt es gar nicht viel zu sagen bei euren Kartenstapel. Da bin ich echt flott fertig. Da ist echt in den nächsten 14 Tagen kommt diese Liebe auf euch zu. Habt Vertrauen für diese Veränderung, die jetzt in euch kommt und habt Vertrauen, diesen Menschen auch als euren Menschen anzuziehen. Und das werdet ihr auch tun. Und in dem Sinne wünsche ich euch von ganzem Herzen eine wunderschöne Zeit. Genießt es und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit an Bord bist. Bis dann. Baba. Tschüss.